Hallo und willkommen in Svens Topfgarten. Heute zeige ich dir, wie ich aus den wenigen Stachelbeeren, die ich dieses Jahr hatte, Konfitüre mache. Das ist mein Stachelbeerstrauch Mitte Juni. Ein großer Teil der Früchte wird langsam rot, viele sind aber noch grün. Deshalb habe ich alles in mehreren Durchgängen geerntet und eingefroren. Auch die Aronia-Beere nebenbei ist schon ziemlich weit und bald kann geerntet werden. Aber auch hier brauchen einige Beeren noch Zeit, da sie noch nicht ganz reif sind. Vermutlich werde ich daraus auch eine Konfitüre machen. Das ist die kleine Gurke, die ich auch unter dem LED-Licht großgezogen habe. Die Playlist dazu verlinke ich dir in der Infobox. Auch diese Balkontomaten der Sorte Wilma waren unter dem LED-Pflanzlicht. Hier die größte, auch hier gibt es Mitte Juni schon ein paar Tomaten drin, die jedoch noch eine Zeit brauchen, bis sie reif sind. Das ist die Cayenne Chili, die auch unter dem Pflanzlicht war. Auch hier hängen schon viele Chilis dran, die brauchen jedoch noch einige Zeit, bis sie reif sind. Und zum Schluss des kleinen Rundgangs hier noch meine Stangenbohnen. Diese habe ich direkt in den Topf gesät und nebenbei zwei große Gurken, die ebenfalls unter dem Pflanzlicht waren. Diese habe ich mit Schnur nach oben gebunden und mittlerweile Mitte Juli sind sie schon bald 3 Meter hoch. Bei diesen Aufnahmen Mitte Juni waren sie noch knapp unter 2 Metern. Und weiter geht's mit der Vorbereitung für die Stachelbeerenkonfitüre. Dies ist die Menge vom ersten Erntedurchgang. Diese habe ich gewaschen. Und anschließend habe ich die vertrockneten Blütenresten und die Stiele abgeknipst und sie dann halbiert und eingefroren. Jetzt duften sie schon sehr lecker und ich freue mich auf die Konfitüre. So habe ich sie eingefroren. Nach zwei weiteren Erntedurchgängen war der ganze Strauch abgeerntet und ich kam total auf nur 260 Gramm Stachelbeeren. Die kamen in den Topf und dazu noch etwas Zitronensaft, leider hatte ich gerade keine frischen Zitronen zu Hause, und die gleiche Gewichtsmenge an Gelierzucker. Das habe ich dann zusammengemischt und stehen gelassen, da die Beeren ja noch eingefroren sind. Nach 30 Minuten war alles schon leicht angetaut und ich habe es das erste Mal kräftig durchgemischt. Dann habe ich wieder den Deckel drauf gemacht und das Ganze nochmal 30 Minuten stehen gelassen, bevor es dann auf der tiefsten Heizstufe auf den Herd kam. Nochmal 15 Minuten später ist schon einiges an Saft aus den Beeren gekommen, jedoch hat es auch immer noch Gefrorene drin, weshalb es noch etwas länger stehen bleiben muss. Nochmal 15 Minuten später sind keine Beeren mehr gefroren. Ich habe jetzt langsam die Hitze erhöht und ich habe begonnen, die Beeren etwas auszudrücken. Nochmal etwa eine halbe Stunde später war es dann soweit und die Zuckermasse hat begonnen, leicht zu köcheln. Also
als alles dann so richtig heiß war, habe ich begonnen, mit so einer Art Stampfer die Beeren auszupressen. Beim Probieren habe ich gemerkt, dass die Schalen doch etwas hart sind und habe mich deshalb dann umentschieden und werde das Ganze aussieben und es gibt eher eine Art Gelee. Um dann trotzdem noch möglichst viel Geschmack zu bekommen, habe ich mehrmals die ganze Masse durchgequetscht, um möglichst den ganzen Geschmack aus der Beere zu bekommen. Dann habe ich das Ganze noch stark aufgekocht und noch ein letztes Mal gestampft. Und dann habe ich alle Beeren ausgesiebt. Und auch hier habe ich probiert, mit dem Löffel die Beeren so gut wie möglich auszupressen. Hier muss man sehr vorsichtig sein, denn das Ganze ist wirklich sehr heiß und klebrig. Am Maßbecher konnte ich auch gleich ablesen, wie viel das etwa sind. Es ergibt etwa 300 ml. Das reicht für ein bisschen mehr als ein Glas. Mit den Beeren zusammen wären es natürlich etwa 2 volle Gläser geworden. Das Ganze kommt jetzt zurück in den Topf und wird nochmal erhitzt. In diese Gläser möchte ich die Konfitüre oder den Gelee danach einfüllen. Dazu habe ich die Gläser gut gereinigt und in meinem Steamer das spezielle Programm ausgewählt, um Fläschchen oder Gläser zu desinfizieren, damit es ganz sicher gut haltbar wird. Bei der kleinen Menge, die ich habe, wird das nicht so drauf ankommen, weil es sowieso ziemlich schnell verbraucht sein wird. Dann noch kurz den Wassertank vom Steamer füllen und bereit ist es für die Desinfektion der Fläschchen. Die Gläser habe ich kopfüber auf ein Gitter gestellt, damit sich darin kein Wasser sammelt. Und das Ganze sollte jetzt laut Programm etwa 20 Minuten im Steamer sein. In dieser Zeit lasse ich das Ganze noch leicht köchern und die letzten 5 Minuten stelle ich noch die Hitze nach oben, damit es wirklich stark kocht. Mindestens so stark wie hier sollte es etwa 4 Minuten bis 5 Minuten kochen. Kurz vor Schluss kann alles vorbereitet werden und wenn die Zeit abgelaufen ist, die heißen Gläser aus dem Steamer rausnehmen. Diese habe ich dann noch umgedreht, damit sie etwas abdampfen können, aber es muss so schnell wie möglich die Konfitüre oder eben der Gelee in das Glas gefüllt werden. Und wie hier zu sehen, sollte das Ganze möglichst noch kochen. Auch hier große Vorsicht, dass man sich nichts über die Finger kippt oder so, weil man verbrennt sich ziemlich stark dabei. Die gemachte Menge hier reicht für ein volles Glas und ein ganz leicht gefülltes, das als Probierer verwendet werden kann. Dann kommen so schnell wie möglich die Deckel drauf. Auch hier aufpassen, das Glas ist wirklich heiß. Und zumindest das volle Glas stelle ich noch auf den Kopf, damit sich oben wirklich alles dicht verschließt und es gut haltbar ist. Das ist hier jetzt weniger wichtig, weil ich vermute, spätestens in einem Monat ist das alles aufgebraucht. Nach einem Tag ist das Ganze gut abgekühlt und bereit zur Verkostung. Wie du hier sehen kannst, ist es ziemlich fest. Zusätzlich werde ich noch eigenen Honig verkosten.
Ich habe zwar keine eigenen Bienen, aber ich hatte dieses Jahr eine Bienenpatenschaft. Das heißt, ich habe 3 Kilo Honig bekommen und durfte einmal beim Imker meinen Bienenvolk besuchen, was ich auch gemacht habe und sehr spannend war. Darum nenne ich es meinen eigenen Honig. Die Bienen lebten in so einem Bauwagen neben einem Rapsfeld. Hier auf diesem Bild in der unteren Hälfte kannst du die markierte Königin sehen. Das war für mich das erste Mal, aber nun geht's weiter mit der Verkostung. Der Stachelbeerschlee schmeckt wirklich viel besser als erwartet. Das werde ich im nächsten Jahr bestimmt wieder machen. Der Geschmack erinnert mich ein wenig an fruchtig-saure Haribos. Und auch der Honig ist natürlich super, etwas milder als ich gedacht habe, aber wirklich eine tolle Sache. Ich kann jedem nur empfehlen, Honig beim Imker in der Nähe zu kaufen. Das war's mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn du kein weiteres Video von meinem Kanal verpassen willst, abonniere ihn und aktiviere die Glocke. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.